alle die Kränze der Lust, womit ich die Schläfe mir schmückte. Jede Salbe, die einst zierte mein lockiges Haar, ist verflogen, o Freund. Die Kränze sind alle verwelket. Auf der Zunge Genuss, jegliche niedliche Kost ging mit der Stunde dahin. Nur was die Seele mir schmückte, was durchs Ohr ich dem Geist mir schenkte, das hab ich, o Freund. Älter werden, alt sein, was ist das eigentlich? Weg mit den alten Zöpfen, sie sind da, die neuen Alten, die wilden Alten, die genießerischen Alten, energiesprühend, lebensbejahend, offen für alles Neue, fit und voller Tatendrang. Man nimmt Abschied vom Schaukelstuhl und ruhigen Altersheim. Gut, ich denke, es hat sich sehr viel verändert in Bezug auf das heutige Altersbild. Ich kann Ihnen mal drei Begrifflichkeiten nennen, wie so aus dem Marketing die neuen Alten genannt werden. Das sind einmal die Whoopies, die Well-Off-Older-People, oder die Yollies, die Young-Old-Leisure-Living-People, oder das nächste ist noch ein Stück interessanter, die Grampies. Das heißt Growing Retired Active Moneyed People in an Excellent State. Also man könnte sagen, ein richtiger Zungenbrecher. Aber all die Begriffe, es gibt ja noch viel mehr, sagen immer etwas Gleiches aus. Nämlich, den heutigen älteren Menschen geht es besser wie früher. Sie sind gesünder. Sie haben noch ein grosses Stück Freiheit oder auch Freizeit vor sich. Fühlen sich ausgezeichnet und sind in der Regel finanziell gut abgesichert. In der Regel heisst das natürlich auch hier, die Ausnahme der Regel bestätigt. In Basel-Stadt beispielsweise sind es 15% der über 60-Jährigen, die am oder so unter dem Existenzminimum leben. Wir bei der ProSenectute tun heute zwei Generationen unterscheiden, nämlich die vierte, und meinen damit so 75, 80 aufwärts, wobei das Alter relative Wert hat, aber so eine Hilfsgröße ist. Also die vierte Generation, die zwei Weltkriege mitgemacht oder erlebt hat, wo das Sparen ein Ideal war, Sparen für Notfall, Sparen für die Erbe, wo auch noch nicht so konsumgewohnt sind oder gesehen sind, auch weniger Geld zur Verfügung haben, durchschnittlich. Das sehen wir an den Reklamationen, wenn wir beispielsweise Kurs Preis müssen erhöhen, heisst sehr oft von Angehörigen der vierten Generation, ja, das ist ja früher noch viel billiger gewesen. Die dritte Generation, oder die Whoopies oder Grampies, oder wie man die will nennen, so vor oder nach der Pensionierung, ist eher jetzt eine Generation, die mit dem Konsum gross geworden ist. Angehörige dieser Generation gehen andersrum auch mit Preiserhöhungen beispielsweise. Da hören wir mehr, ja, ihr seid ja noch billiger oder teurer allenfalls wie die Mikroklubschule oder die Volkshochschule. Also man vergleicht die reale Situation mit anderen Anbietern. Das Bild vom Alter verändert sich. Jede Generation wird von ihrer Zeit geprägt. Was ist das, das Alter? Gebrechlichkeit und Todesnähe? Oder Weisheit und Lebensreife? Nicht immer wird das Alter gleich empfunden. Im vorderen Orient, dem Land der Bibel, hatte das Alter große Bedeutung. Achtung und Respekt prägen den Umgang. So heißt es in den 10 Geboten: Ehre Vater und Mutter. Oder im 3. Mosebuch: Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. Anders zum Beispiel bei den Griechen. Dort ist die Jugend das Ideal. Der Traum ist das goldene Zeitalter, wo es kein Alter und keinen Tod mehr gibt. Die Jugend und die Schönheit werden zum großen Thema der griechischen Kunst. Im frühen Rom haben vor allem die alten Väter und Familienvorstände hohe Würden, die durch den Ahnenkult noch verstärkt werden. Das drückt sich auch in der Kunst aus, wo Darstellungen des Alters ihren festen Platz haben.
Die Zeit der Völkerwanderung bringt große Veränderungen mit sich. Im Germanentum zählen Kraft und Jugend. Hier wird das Alter als Last und Hindernis empfunden. Ausstoßung oder Randexistenz sind keine Seltenheit. Das frühe Christentum wertet das Alter wiederum auf. Anknüpfend an die jüdischen Gebote wird der Schutz der Alten, Schwachen und Kranken als tugendhaft bewertet. Das Mittelalter nimmt beides wahr, Jugend und Alter. Die großen Pestseuchen prägen den Spruch, mitten im Leben vom Tode umgeben. Die dargestellten Totentänze zeigen, dass der Tod kein Altersphänomen ist, sondern vor niemandem Halt macht. Das Zeitalter der Renaissance greift auf die griechischen Ideale zurück und erhebt Jugend, Schönheit und Spannkraft zum höchsten Ideal. Kein Wunder, dass Michelangelo in seinen Bildern Gott zwar mit grauem Haar und Bart zeichnet, darunter aber einen athletischen, jugendlichen Körper hervorwachsen lässt. Sie haben Hochsaison, die jungen Brunnen und Bäder, denen alte Menschen mit neuer Jugend entsteigen. Tinkturen, Elixiere, ja sogar der Beischlaf mit jungen Mädchen soll den alten Männern helfen, das Alter wie eine Schlangenhaut abzustreifen. Die Zeit der Reformation und der Weg zurück zur biblischen Überlieferung heben die Achtung vor dem Alter wieder. Insbesondere Calvin streicht die Tugenden des Alters heraus. Vom 17. Jahrhundert an steigt die Achtung vor dem Alter und setzt sich durch. Moralische Schriften und christliche Lehre stärken diesen Trend. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite. Die gängigen Staatsformen wie Diktatur und Königstum bestärken das Bild von den weisen alten Menschen, die sozusagen als Väter oder Mütter den Staat beherrschen. Kein Wunder folgt der große Umsturz in der Französischen Revolution. Hier wird logischerweise das Alte symbolisch gleichgesetzt mit der alten Ordnung. Die selbstbewusste, mutige Jugend wird zum neuen Ideal. Das 19. Jahrhundert interpretiert das Alter als Zerfall und Abbau. Alter wird vor allem als medizinisches und nicht mehr als geistiges Phänomen betrachtet. Dadurch wird das Alter weiterhin abgewertet. Hier entsteht ein ausgeprägter Jugendkult. Sowohl der Kommunismus als auch der Faschismus benutzen die Jugend als Träger neuer Ideologien gegen die alten bürgerlichen Werte. Die schlimmsten Auswüchse in Kommunismus und Nationalsozialismus führen dazu, dass das Alter unproduktiv und für die neuen Werte unbrauchbar wird. Im schlimmsten Falle soll diese unwerte Lebensphase durch Tötungshilfe, Euthanasie, so rasch als möglich beendet werden. Ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wandelt sich das negative Bild des Alters. Die Chancen des Alters werden neu entdeckt. Allerdings nicht so, dass das Alter an sich einen eigenen Wert erhält. Vielmehr wird das Alter dem allgegenwärtigen Jugendkult untergeordnet. Heute ist man nicht mehr alt, sondern älter. Ein gutes Alter bedeutet heute ein jugendliches Alter. Und wie sieht die Zukunft des Alters aus? Im letzten Jahrzehnt ist Diskussion ums Alter ist ständig wichtiger geworden. Altersfragen, insbesondere die Finanzierung vom Alter, haben immer ein gewichtiges Ausmaß erreicht. Es ist tatsächlich auch so, dass in der Schweiz die Anzahl der bedachten Bevölkerung im nächsten Jahrzehnt stark zunehmen wird und dass das insgesamt von der Schweiz her gesehen größere finanzielle Probleme wird geben. Ich würde eigentlich nur zwei Sachen erwähnen. Das ist die Finanzierung, Sicherstellung von der Finanzierung von der AHV einerseits und andererseits, denn, wenn jemand krank oder pflegebedürftig wird, Finanzierung von der Langzeitpflege über Krankenkassen. Das ist ein grosser Diskussionspunkt und der ist in der Schweiz noch nicht super ausdiskutiert. In Basel-Stadt sind wir ganz im Gegensatz zur übrigen Schweiz jetzt eigentlich schon über dem Berg. In den letzten 10, 15 Jahren hat, wie das jetzt in der übrigen Schweiz denen noch bevorsteht, hat die Wohnbevölkerung, die bedachte Wohnbevölkerung sehr stark zugenommen. Jetzt sind wir aber eigentlich auf dem Maximum oben und die Bevölkerungsprognosen, die uns klar zeigen, dass die Anzahl der älteren Leute in Basel-Stadt nicht mehr zunehmen wird. Es wird tatsächlich noch
90-Jährige und mehr werden noch ein bisschen zunehmen, aber insgesamt sind wir in Basel-Stadt jetzt eigentlich, haben wir das Maximum erreicht. Sie werden sich sicher fragen, warum wir den grossen Gegensatz jetzt haben zwischen Basel-Stadt und der übrigen Schweiz. Das hängt mal primär mit städtischen Verhältnissen zusammen. Es haben während Jahrzehnten sind junge Familien, vor allem auch Schweizer Familien, sind weggezogen in die Landschaft raus, wo sie insbesondere wegen der Wohnverhältnisse, aber auch wegen Steuerangelegenheiten, im basel-landschaftlichen Gemeinden rund um Basel um ein besseres Verhältnis gehabt, insbesondere auch für junge Familien. In den letzten Jahren hat es wieder eine leichte Gegenbewegung gegeben, dass auch wieder jüngere Leute nach Basel zugezogen sind. Aber das sind vorwiegend Ausländer, junge Ausländer und dort vorwiegend Männer. Luca, wie alt willst du mal werden? Also nicht so wahnsinnig alt. Und wieso nicht? Ja, weil dann mit meinem Alter wird man vielleicht mal gegangen, dann muss man ja dann gerade schon gleich dann eigentlich sterben. Wie alt willst du werden? Vielleicht so 80, 70. Und warum? Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht genau, aber ja, ich glaube, vielleicht alt werden ist nicht so besonders schön, aber es wäre vielleicht toll, dann ist man ein bisschen gescheiter und ja. Wie ist denn das, wenn man alt ist? Wie stellst du dir das vor? Ja, vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen krank, ja, sitzt daheim nur so ein bisschen rum. Wie alt willst du werden? 100. Wieso willst du 100 werden? Ich will nicht sterben. Ah. Ich will nur weiterleben. Wie alt willst du werden? 100. 100. Wieso? Das sage ich nicht. Ist das toll, wenn man 100 ist? Ja, ich glaube schon. Wie stellst du dir das vor? Schön. Wie stellst du dir das vor, wenn man alt ist? Wie ist das? Dann kann man einfach dann kriegt man das Motzen nicht von der Mutter. Wie alt willst du werden? 100. Und wieso? Wenn ich dann Kinder habe, dann ist es ein bisschen schade für sie, wenn ich schon so früh stirb. Weil meine Großmutter ist auch letztens gestorben, weil wir von Australien nach Hause gekommen sind. Emil Zbinden, Jahrgang 1905, 94-jährig, wohnhaft am Rennweg 90 in Basel. Zbinden ist der Sohn eines Zollkontrolleurs und einer Weißnäherin. Das jüngste von drei Kindern ist, wie seine Geschwister, ein sehr interessierter und neugieriger Mensch. In seinem familiären Umfeld erlebt er große Freiheit. Nach einer kaufmännischen Ausbildung verlässt Zbinden als 21-Jähriger die Schweiz und arbeitet in Brüssel. Mit 23 Jahren verbringt er 7 Monate in London, um Englisch zu lernen. Mit 28 Jahren wird er Buchhalter. 1934, 29-jährig, heiratet er Elsie Schneider. Aus der Ehe mit ihr werden 2 Söhne geboren. Emil Zbinden arbeitet 17 Jahre bei der Firma Henkel, dann folgen 20 Jahre bei der Dalang-Teigwarenfabrik, wo Zbinden die Verwaltung übernimmt. Durch die billigeren italienischen Produkte gerät die Firma in eine Krise und muss liquidiert werden. Zbinden arbeitet anschließend in der Alpak in Muttenz. Am 30. August 1975 trifft die Familie ein schwerer Schlag. Der Sohn, er war ein begeisterter Alpinist. Er hat quasi alle 4000 gemacht. Und dann ist halt einmal passiert, dass er im August, am 31. August, haben sie wollen auf eine Alphütte. Und nachher hat er auf einen Kollegen gewartet, gehabt, oben am 8. Das war ziemlich hell gewesen, und es ging eindunkeln. Und der Sohn hat gesagt,
Ich habe ein Material von den Kollegen, die in der Hütte oben sind. Die muss ich einfach aufbringen. Sein Kollege ist in einem Geissenstall übernachtet und er hat die Strecke gut gekannt. Und ist nachher hat er eine Abkürzung gemacht und ist offenbar auf einer nassen Wurzel abgestürzt, 70 Meter in Vorderriabe. Und wir sind in der Ferien, die Frau und ich, in Italien. Und als ich am Morgen um 8 Uhr baden wollte, bin ich gerufen worden ans Telefon. Und der Sohn, Theo, das ist der Jüngere, hat mir das müssen mitteilen, dass der Sohn abgestürzt ist und tot. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das der Frau mitteilen? Sie war noch leicht in einer Depression. Ich musste es machen, das war schwer für mich, all das zu machen. Und dann bin ich mit dem Wagen auf großem Tempo bin ich heimgefahren. Und dann, unterwegs, hat sie mir auf heulen und ich habe dann einfach schauen, dass ich vorwärts komme. Ich habe nicht gut können, beruhigen. Und dann in Thusis ist das erste Mal, sind wir etwas gewesen. Und dann ist sie zusammengebrochen. Dann habe ich sie aber doch heimgebracht. Und nachher habe ich Glück, dass alles gemacht wird, die Anmeldungen. Und dann später ist sie wieder in Depression gefallen. Seine Frau Elsie hat dieses Ereignis nur schwer verarbeitet. Sie hat immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Nach seinem Ausscheiden aus der Firma 1972 arbeitet Spinden 2 bis 3 Tage pro Woche als Buchhalter. 10 Jahre später, 1982, setzt sich Spinden ganz zur Ruhe. 1985 gerät seine Frau in eine erneute tiefe Depression. Sie hat also mindestens während der letzten 15, 20 Jahre hat sie mit dieser Depression einfach zu tun gehabt. Dann hat sie eben nichts machen können, sie ist im Bett geblieben und ist dann später so stark geworden, dass sie einfach gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und dann haben wir oben, ja, gewöhnlich habe ich es nachts gemacht, ich habe schön alles vorbereitet und gerufen, Elsie, komm ab, ist alles zusammen bereit, ich mag nicht. Sie hat praktisch nichts mehr gegessen. Und einfach nach meiner Oben ist so wie gesehen, ich habe gehofft, sie schläft, wo sie so ermüdet war und also, muss sagen, erledigt. Am 8 Uhr kam ich schauen, ob es still ist. Und als ich am 10 Uhr ins Zimmer ging, war sie da gewesen. Sie hat ja nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Sie hat einfach immer sterben. Sie hat sich nicht mehr erholen von dieser Depression. Mit 90 Jahren verkauft Emil Spinden sein Haus und zieht in die frühere Wohnung seiner Schwester im Gellertquartier in Basel. Hier lebt er seither. Sein Tagesablauf ist strukturiert und ausgefüllt. Am Morgen stand ich in der Regel zwischen 7 und 8 Uhr auf. Und dann rasiere ich mich zuerst. Nachher gehe ich ins Badezimmer, eine Dusche, kalt und warm. Zuerst warm, dann kalt. Nachher rechne ich mich abrechnen und dann rasiere ich beinbündig. Und nachher lege ich mich langsam anlegen und gehe in die Küche und mache das Morgenessen. Morgenessen besteht aus einer Schüssel mit Orangensaft. Dann schälen einen Apfel klein machen und nachher noch ein Kiwi und eine Banane. Und das nicht mehr bis zum Mittagessen. Ich trinke ab und zu noch Orangensaft in der Zwischenzeit, wenn ich nicht gerade alles verwendet habe fürs Morgenessen. Und nachher dann in der Regel gehe ich um die 10:30 die Kommission machen. Und dann, wenn ich zurückkomme, fange ich wenig an um die 11:15 ab. Inzwischen machen wir ständig das Menü. Da sehe ich schon gleich, wenn ich nachher im Laden bin, schaue ich die Ware an. Und dann habe ich Lust, die Nase und Zell. Und dann mache ich gerade das. Ich habe Freude an der Ware und ich weiß, was ich ungefähr will.
Und nachher, nach dem Essen, ist natürlich, wir sind nachher das Geschirr machen. Das geht noch, aber Pfannen, die mache ich nicht gar gerne. Aber sie werden gemacht. Nicht immer zuerst, dann die Sache aufräumen und dann mache ich mein Mittagsschlüffel. Am Nachmittag, so am Mittwoch, am Montag, gehe ich also essen. Im Club der Eltern, im Nöri von der Schützenmatt. Und nachher, am 5. ist die Gewöhnung fertig, dann gehe ich wieder heim. Und das Nachtessen, das bedeutet mehr aus, mehr oder weniger, tue ich nur ein bisschen, vor allem zusammen ein bisschen Herz, ein bisschen Wurst und dann noch ein Schluck Wein, das darf nicht fehlen, auch zu Mittag, ein halbes, ein Gläschen, anderthalbs, das tut mir einfach gut. Und nur roter Wein. Und dann so, entweder die Zeitung lesen oder schaue, was am Fernsehen gut. Dann gehe ich so eine Stunde, zwei, schaue ich Fernsehen, bis so um 9:30 Uhr. Und nach dem 10 Uhr machen wir bereit für ins Bett gehen. Mit 95 weiß man, dass das Leben jeden Tag zu Ende sein kann. Wie geht er mit dem Gedanken an den Tod um? Wenn es einem gut geht, meint man immer, es ginge so weiter. Man weiß ja, einmal ist Schluss. Wenn alle zusammen den gleichen Weg gehen. Solange man Zwerg ist, denkt man nicht daran. Das kommt eben, wenn man einmal nicht mehr so Zwerg ist, kommt das automatisch nicht. Und ich weiss, dass der Moment kommt, du ab und zu daran denken. Aber wie gesagt, solange dass man Zwerg ist, denkt man nicht oft an das. Man redet auch nicht oft mit Kollegen oder mit Frauen darüber. Das ist eine Sache, die einen berührt innerlich. Wann ist man eigentlich alt? So viel, wenn man 100 Jahre ist, dann ist man 100 Jahre alt. Wann ist man alt? So 60, 70. Wir müssten dein Wunsch Opa oder deine Wunsch Oma sein? So wie sie sind. Bist du zufrieden mit ihnen? Mhm. Was macht sie denn, was so toll ist? Sie macht sie nicht dumm und sind noch fit. Elisabeth Kneuss, Jahrgang 1927, 72-jährig. Kneuss ist das älteste von 4 Kindern einer Bauernfamilie in Rien. Sie erlebt in einer religiös geprägten Familie eine harmonische Kindheit. 1943, mit 16, verliert Elisabeth ihren Vater bei einem tragischen Arbeitsunfall. Trotz großer Anstrengungen der Mutter lässt sich das Bauerngut nicht halten. So zieht die Familie nach Basel und erwirbt sich dort ein Haus, das die Mutter während den nächsten 20 Jahren zum Altersheim umfunktioniert. Nach dem Abschluss ihrer Lehre arbeitet Elisabeth als Krankenschwester in Basel. Erst spät, mit 37 Jahren, heiratet sie 1964 den um Jahre älteren Paul Kneuss. Die Ehe bleibt kinderlos. Elisabeth hat sich weit von ihren religiösen Wurzeln entfernt. Dann macht sie ein einschneidendes Erlebnis in einem Gottesdienst in der Gellertkirche, der sie zurück in das geistige Erbe ihrer Familie führt. Altershalber muss die Mutter von Elisabeth das Altersheim auflösen. Das Haus wird umgebaut, Elisabeth und ihr Mann ziehen in eine der Wohnungen. In den nächsten Jahren verschlechtert sich der Gesundheitszustand ihres Mannes zusehends. Die nachfolgenden Ereignisse stürzen Elisabeth zusehends in eine Krise. Dann ist mit der Zeit mein Mann sehr schwer krank geworden. Und er hat inner 2 Jahren ist er bettlägerig gsi, hat eine Leberzirrhose gekriegt und ich han ihn dürfen daheim pflegen, weil ich ja Krankenschwester gsi bin. Ich han ihn dürfen pflegen, bis er gestorben ist. Da ist schon einmal ein Teil von mir weg gsi. Ich bin dann allein in dieser Wohnung gewohnt, aber ich hatte die Mutter noch im Parterre. Sie ist dann weit über 90 geworden und hat auch immer mehr Hilfe gebraucht, sodass wir eigentlich sehr zusammengewachsen sind in dieser Zeit. Vor 3 Jahren
ist dann meine Mutter krank geworden. Das heisst, sie hatte ein Schlägli auch. Ich war noch ein halbes Jahr im Felix-Platter-Spital und durfte dann sterben. Dann ist eine ganz neue Situation eingetreten bei mir, weil ich dann ganz allein war. Und ich einfach irgendwie losgelöst, hat es mich gedacht. Ich bin losgelöst von Beziehungen. Dazu ist noch gekommen, dass ich einen ziemlich schweren Diabetes habe, einen insulinpflichtigen. Und da habe ich etwa einmal ein Tief gehabt. Und bin bewusstlos geworden und bin dann daheim in dieser Wohnung allein gelegen. Und bis mich jemand gefunden hat oder auch nicht, jedenfalls ist es unhaltbar geworden. Nach längeren Gesprächen entscheidet sich Elisabeth zu einem schweren und radikalen Schritt. 1999 verlässt sie ihr Haus und zieht zu Verwandten in die christliche Wohngemeinschaft Fischerhus, wo drogentherapeutische Arbeit geleistet wird. Hier wohnt sie nicht nur, sondern bringt sich als lebenserfahrene Frau in der therapeutischen Gemeinschaft ein. Das ist in der Schöpfungsordnung von Gott. Ein Sinn hat es ganz sicher, weil wir haben andere Aufgaben. Ich denke jetzt an die Fürbitte für Menschen, die wir kennen und wo wir für sie einstehen. Wir haben die Aufgabe in der Seelsorge. Wir dürfen jemanden begleiten, der Hilfe nötig hat. Und das ist der Sinn vom Alter. Hat sie sich das Alter so vorgestellt? Ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber. Ich lebe im Tag, in der Gegenwart. Und was auf mich zukommt, das, da reagiere ich, wie es kommt. Als religiös geprägte Frau hat sich Elisabeth natürlich auch mit der Frage nach dem Sinn des Alters und dem Tod auseinandergesetzt. Ich glaube an die Aussagen von der Bibel. Ich orientiere mich daran. Und da weiß ich, dass Jesus Christus für mich auf die Erde gekommen ist, für mich gestorben ist am Kreuz, für mich Schuld hat er weggetragen und gibt mir ewiges Leben. Das ewige Leben, an das glaube ich, dass ich nach dem Tod bei ihm wird sein, in der Ewigkeit, in seinem Reich. Was könnte man alten Leuten helfen, dass es ihnen gut geht? Man muss ihnen lieb sein, man kann ihnen eine Überraschung machen und so weiter. Ja, was können wir denn machen, dass es in alten Leuten gut geht? Vielleicht mal eine Zeichnung machen oder ein paar Raschen. Was denkst du, was könnte man tun, damit es in alten Leuten wohl ist? Ich tue halt ab und zu Zeichnungen machen, Post schicken, ja. Wolfgang Bessenich, Jahrgang 1923. Bessenich kommt als Elfjähriger mit seinen Eltern 1934 aus Deutschland nach Basel. Nach Abschluss der Matura studiert er Geschichte und Kunstgeschichte. Während dem Studium verdient er sich etwas Geld als Berichterstatter der Basler Nationalzeitung. Ab 1949 wird er als Journalist eingestellt.
Sein Hauptthema ist die Kunst. Er steigt auf zum Redaktor des Feuilletons. 1956, 33-jährig, heiratet er. Der Ehe entspringt ein Sohn. Wolfgang Bessenichs Beruf ist zugleich auch Hobby. Sein journalistisches Engagement führt ihn auch in öffentliche Interessen, wo er sich zum Beispiel für die Basler Stadtplanung stark macht. Die Allherrschaft des Automobils wurde zu lange nicht in Frage gestellt. Das Projekt einer Untergrundbahn in Basel entstammt der Idee des Verkehrstechnikers Leibrand. Er wollte damals die Basler Straßen freimachen für die Autos und dafür den öffentlichen Verkehr in die Tiefe legen. Gegen dieses teure Projekt hat sich ein kleiner Kreis von Architekten, Ingenieuren und Großräten und ich als Journalist mit Erfolg gewehrt. Die journalistische Tätigkeit verschafft Bessenich große Befriedigung. In den 70er Jahren zeichnet sich eine schwere Krankheit seiner Frau ab. 55-jährig, zusammen mit dem 14-jährigen Sohn, muss er 1978 den Tod seiner Frau hinnehmen. Neben seiner beruflichen Aufgabe bedeutet dies, einen Zwei-Männer-Haushalt zu führen. Kurz vor seiner Pensionierung erfährt Bessenich von seiner eigenen schweren Krankheit. Er muss seine Stelle vorzeitig aufgeben. Die persönlichen Einschränkungen sind tiefgreifend. Trotzdem kann er bis 1998 noch selbstständig wohnen. Heute, 1999, lebt er auf der Alters- und Pflegeabteilung des Bethesda-Spitals im Gellert-Quartier in Basel. Hier fühlt er sich sehr gut aufgehoben. Er erlebt in der ursprünglich von Diakonissen geführten Institution, wie er selber sagt, praktisches Christentum. Wie ist er mit seiner Krankheit umgegangen? Ich bin mit meiner Krankheitssituation ganz bewusst umgegangen und habe mich intensiv darüber informiert. Ich durchlebte dabei die verschiedenen Phasen des Zorns, der Ablehnung und des Nachdenkens über die Frage, warum gerade ich? Die bleibende Einsicht für mich war, dass ich selbst der Krankheit einen Sinn geben musste. Dabei waren mir unter anderem die Bücher von Frau Kübler-Ross Umgang mit Sterbenden eine Hilfe. Für sein jetziges Leben ist ihm, trotz der Einschränkungen, das Lesen wichtig. Sein kleines Zimmer hat er zur Bibliothek umfunktioniert. Hat Wolfgang Bessenich sich so das Alter vorgestellt? Was beschäftigt ihn in seinem Alter? Was meine Zukunft anbelangt, habe ich keine Angst. Der christliche Glaube ist für mich unentbehrlich. Über meine persönliche Gottesbeziehung möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ich stelle mir unter anderem die Frage, warum soll der gütige und allmächtige Gott vom Bösen überwältigt, warum sich der gütige und allmächtige Gott vom Bösen überwältigen lässt. Neben meiner persönlichen Situation beschäftigt mich das große Leid in der Welt, zum Beispiel zurzeit in Kosovo. Ich habe ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit und identifiziere mich mit den Schwachen. Ich wünsche mir, dass das Elend intensiver bekämpft wird. In Bezug auf die Frage des Leidens gibt es für mich keine endgültigen Antworten.
Vieles haben Herr und Frau Schweizer ihr Leben lang gelernt. Wer weiterkommen will, muss lernen. Diplome, Weiterbildungskurse, Lehrabschluss und Auslandaufenthalte. Natürlich, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Nur, wie lernt man, alt zu sein? Also ich würde sagen, aufs Alter vorbereiten kann man sich in dem Sinn, dass man, solange man noch schafft, sich irgendwelche Hobbys zulegt. Dass man vielleicht irgendwelche Kurse besuchen oder Sprachen lernt oder irgendeine in eine Richtung geht, die einem vielleicht immer interessiert hat, hat man keine Zeit hatte voran. Das finde ich schon noch wichtig, dass man das macht, solange man noch schafft und nicht, dass man einfach schafft und dann aufhört und dann steht man da und hat eine grosse Lehre vor sich. Echt darauf vorbereitet, bewusst, würde ich gar nicht einmal so kennen, sondern das kommt einfach, das kommt, das schleicht sich ein wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich merkt man, dass man es geworden ist. Bewusst darauf vorbereiten, man muss es annehmen, man darf es nicht ablehnen, man darf sich nicht dagegen sperren, als wäre es etwas Schlechtes. Ist nicht schlecht. Gäbe es irgendeinen Tipp an Leute, wie man sich aufs Alter vorbereiten kann? Ja, dass man daran denkt, dass es nicht immer so geht und dass man immer so, nicht mehr so schnell kann laufen und dass man ein wenig langsamer wird. Aber es ist ein Weg, es ist gut, wenn man älter ist. Man hat Erfahrungen gesammelt und das ist gut. Wie könnte man sich am besten aus Ihrer Erfahrung heraus aufs Alter vorbereiten? Indem man andere Leute beobachtet, die auch schon ein gewisses Alter haben, die älter sind als man selber und die zufrieden sind. Andere, die sehr unglücklich sind, da kann man da, wie soll ich sagen, beurteilen, ist es richtig, dass sie unzufrieden sind oder ist es einfach übertrieben. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Alt zu sein. Ich finde es sehr praktisch. Genuss, Freude und Dankbarkeit in Ehren. Aber wie ist das mit der Krankheit, dem letzten Weg, dem Sterben? So unterschiedlich die Menschen ihr aktives Leben gestalten, so unterschiedlich wird auch die letzte Phase vom Leben gelebt. Viele setzen sich bewusst mit dem Sterben auseinander. Andere verdrängen den Gedanken. Es ist wichtig, dass die Betreuenden den Mut haben, mit den betroffenen Personen, mit den Angehörigen zusammen über das Sterben zu reden. Das zum Thema zu machen, damit sich die einzelne Person auch bewusst auf den Tod vorbereiten kann. So ein Gespräch, so Gespräch, es ist nicht mit einem ab da, so Gespräch sollen auch eine Chance sein, die Lebenssituation zu überdenken, zu bereinigen, denn das ist die Voraussetzung, um loszulassen. Ich habe vor 2 Jahren einen Herzinfarkt erlitten. Ich bin operiert worden und bin wirklich am Ende der Kräfte im Spital gelegen. An den Tod habe ich natürlich gedacht. Er hat mich nicht stark geschreckt. Ich wusste, ich bin in Gott geborgen, ob ich lebe oder ob ich stirb. Doch der Gedanke an die Familie, an all die vielen mir nachstehenden Menschen, hat mich sehr beschäftigt. Ich war überzeugt, dass sie möchten, dass ich noch da bin. Und ich hatte selber den Eindruck, ich kann noch gebraucht werden. Und so habe ich versucht, mitzuhelfen beim Gesundungsprozess, so gut das möglich ist. Jetzt, nach langer Zeit, wo es mir wieder gut geht, bin ich besonders dankbar und probiere jeden Tag, seinen Sinn zu geben. Der Glaubende hält es mit dem Apostel Paulus, der sagt, denen, die Gott gern haben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also auch die Schwierigkeiten. Manchmal habe ich auch einen Menschen begleitet auf seinem Weg vom Sterben. Das ist nicht leicht. Und am besten kam es,
wenn man vorher schon eine Beziehung zueinander hatte. Es hilft dann sehr, wenn man mit Gebärden, mit Berührungen dem Menschen nachkommt. Er hat ja viel Angst in sich und spürt dann die Gegenwart von jemandem, der mitträgt. Aber wichtig ist auch das Lied, Text, die einem vertraut sind und Vertrauen wecken und das Gebet. Jeder Mensch muss über den Sinn von seinem Leben nachdenken. Es gibt einen allgemeinen, aber auch einen ganz persönlichen. Die allgemeine Sinngebung sehe ich darin, dass wir lernen im Alter loslassen. Sich an nichts in der Welt festklammern, also frei werden auch für den letzten Schritt, der Abschied von dieser Welt. Es bleibt also alles beim Alten, mit dem Alter. Alt sind immer nur die anderen. Ich finde es sehr praktisch. Was findet Sie am praktischsten am Altsee? Also wenn ich zum Beispiel nicht Lust habe für irgendetwas, ich sage, ach, ach, das geht nicht. Sofort sind alle Leute ganz reizend und sagen, oh, selbstverständlich, selbstverständlich, sie sind schon in einem gewissen Alter. Da kann man das nicht mehr erwarten. Und das ist, finde ich, sehr praktisch.